Bei diesem Video geht es um Anweisungen. Das sind die grundlegenden Bausteine eines Algorithmus oder eines Programmes. Und das sind eben Befehle, die beschreiben, was zu tun ist. Es gibt nur wenige Grundmuster von Anweisungen. Das sind die Zuweisung, die Sequenz, die Verzweigung und eben die Schleife. Wir gehen jetzt alle nach der Reihe durch und wir beginnen natürlich mit der Zuweisung. Bei der Zuweisung, auch Wertzuweisung genannt, wird der Wert eines Ausdrucks berechnet und in einer Variable abgelegt, welche auf der linken Seite steht. Zum Beispiel y ist gleich x plus 1, nimmt den Wert von x, addiert 1 und speichert den Ergebniswert in der Variable y. Und links muss eben immer genau eine Variable stehen. Das heißt, die Beispiele auf der Folie hier auf der rechten Seite würden nicht funktionieren. Bei einer Sequenz werden einfach mehrere Anweisungen nacheinander ausgeführt. Das können dann jeweils wiederum eine Zuweisung, eine Sequenz, eine Verzweigung oder eben eine Schleife sein. Aber die werden nacheinander abgearbeitet. Bei der Verzweigung gibt es immer zuerst eine Bedingung, die überprüft wird. Wir sehen in diesem Beispiel, dass überprüft wird, ob x kleiner y. Und falls das der Fall ist, wird der linke Zweig oder der positive Zweig eingeschlagen. In dem Fall wird dann min auf x gesetzt. Falls das nicht der Fall ist, wird der rechte Zweig, der negative Zweig eingeschlagen. In dem Fall würde das bedeuten, dass x größer oder gleich y ist und dadurch wird hier min auf y gesetzt. In Programmiersprachen bezeichnet man das auch als if-Anweisung und die Zweige als if-Zweig und als else-Zweig. Schlussendlich haben wir noch die Schleife, welche eine oder mehrere Anweisungen so lange wiederholt, bis eine Bedingung nicht mehr zutrifft. Das haben wir schon bei den Algorithmen gesehen. Auch hier haben wir wieder eine Bedingung, welche überprüft wird oder zuerst überprüft wird und den positiven Zweig bzw. den Schleifenrumpf, der nur dann ausgeführt wird, wenn und solange diese Bedingung zutrifft. Andernfalls wird die Schleife abgebrochen bzw. bei dieser oder nach dieser Überprüfung verlassen. Ja, der hier angegebene Algorithmus berechnet den Zweierlogarithmus der Eingangsvariable x und Sie sehen hier auch zwei Schreibtischtests, einmal für x gleich 4 und x gleich 8. Sie können das selbst einmal durchspielen, um zu sehen, wie genau hier das Ergebnis dann zustande kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen.